Hey ho, Leute! In dieser Folge soll es sich darum drehen, dass Bethesda einen Brief unter Tränen aufgesetzt hat, und zwar verändern sich diverse Karten. In dieser Folge will ich euch auch mal zeigen, welche Karten sich inwiefern verändern. Es betrifft Kreaturen sowie Aktionen in den verschiedensten Attributen. Die erste Karte, die sich ändert, wäre auch eine meiner Lieblingskarten, wo mein Herz blutet, ja? Der Hausgenosse. Er ist halt echt unheimlich stark. Der Hausgenosse hat 3-3 und letzter Atemzug, fügt dem Gegner 3 Schaden zu und gibt dir auch noch 3 Gesundheit. Also das ist wirklich sehr, sehr übermächtig, dass die Entwickler den hier ja schwächen, ist sowieso total klar. Die schwächen ihn, indem sie ihm ein Leben weniger geben. Dadurch ist der halt nicht mehr so stark gegen die ganzen Kreaturen mit 2 Angriff. Ansonsten hat er die immer übelst weggenascht. Jetzt haben die Gegner auch eine Chance, ihn wegzunaschen. So, die zweite Kreatur, die sich ändert, ist der Mondschein-Werfledermaus. Die Karte verliert auch ein Leben. Die war einfach zu stark, dadurch, dass sie auch Prophezeiung hat. Und aus dem Nichts einfach auftaucht und nochmal Entzug, also Leben generieren kann. Und noch kleine Kreaturen einfach wegmachen kann. Das fanden die Entwickler zu stark, dementsprechend raus. So, als dritte Karte trifft es eine Legendary, und zwar der Tatzkat. Tatzkat ist eine der stärksten Legendaries im Spiel. Der Gute hat Ansturm, Durchbrechen und letzter Atemzug, wo er noch irgendeinen komischen Hund auskotzt. Und das alles für 8 Magicka, das ist halt brutalst heftig. Was sich verändern wird, wird die Magicka sein. Er wird 9 Magicka kosten und ganz ehrlich, auch mit 9 Magicka wird es immer noch eine unheimlich starke Karte sein. So, als nächste Karte verändert sich auch das geniale Experiment. Das finden wir unter Blau. Genau, das geniale Experiment kostet statt 2 dann 3 Magicka. Das war den Entwickler einfach zu stark, dass du deine Lieblingskreatur einfach für 2 Magicka so mir nichts, dir nichts klonen kannst. Haben die einfach dann rausgenommen. So, der flüchtige Intrigant, der wird ja allzu gerne gespielt, auch von mir selber. Da ist der Man. Dieser Hieser wird statt 4-1 dann 3-1 haben. Mit 4 Angriff war der Typ einfach zu stark. So sieht's einfach aus. Ist auch wirklich prächtig, mit 4 Angriff dann noch eine Karte ziehen und dann verpisst er sich nochmal ins Deck, um mit 0 Magicka wiederzukommen. Das ist einfach richtig krass. Von daher, das mit den 3-1 wird ihm dann auch nicht zu arg schaden. So, die nächste Karte, die sich ändert, das feiere ich wirklich extrem, denn die Karte kotzt mich sowas von an, weil die einfach übermächtig ist. Und zwar Göttlicher Eifer. Göttlicher Eifer gibt allen verbündeten Kreaturen 1-1. Natürlich dauerhaft, ist unheimlich stark. Kostet auch nur 4 Magicka, kann also wirklich sehr schnell gerufen werden. Ja, das wird mehr Magicka kosten statt 4 eben 5. Gefällt mir richtig gut, kann also nicht mehr so schnell aufgerufen werden. Und ja, man kommt leichter dagegen an. Finde ich cool, finde ich gut, dass die da wirklich eingelenkt haben. So, dann der Heiltrank, das finde ich dann nicht mehr so cool, weil ich den doch ganz gerne spiele. Der lustige Heiltrank hier, der wird auf 2 Magicka erhöht. Dann wird halt, ja, ist es halt umso wichtiger, dass er dann als Prophezeiung gespielt wird, statt einfach so ihn zu spielen. Ja, ich meine, 5 Magicka sind schon eine Menge, die einfach so in der Prophezeiung ploppen. Das ist dann schon richtig, richtig cool. So, dann ändert sich auch noch der Wrodgar-Wächter. Wo bist du denn? Da. Der Wrodgar-Handwerker. Dieser gute Mistkerl, der ändert sich. Und zwar bekommt er 2-3. Also das ist die erste Kreatur, die wirklich stärker gemacht wird. Die Entwickler haben reingeschrieben, dass sie lieber mal Ork-Decks stärker machen wollen. Also so, dass die Leute die Ork-Decks öfter spielen, da die leider so ein bisschen hinterherhinken.
Also haben sie sich für den Wrodgar-Handwerker entschieden, der hier einfach mal ein Leben dazu bekommt und etwas mehr aushält. Ja, voll mein Ding. Ich wollte sowieso ein Ork-Deck erstellen. Ich habe auch ein Ork-Deck. Jedoch ist das jetzt nicht wirklich stark. Da haben die Entwickler komplett recht. Das werde ich auch demnächst mal vorstellen. Freut euch da drauf. Ich bin gerade noch am Basteln. So, der Ork-Torwächter ändert sich ebenso. Der gute Ork-Torwächter. So. Der ist... Ja. Der Morkul-Torwächter bekommt Prophezeiung. Das ist wirklich, wirklich nice. Das unterstützt auch hier wieder die Ork-Decks. Wenn der als Prophezeiung dann gezogen wird, kannst du ihn einfach mal so beschwören. Einer Kreatur plus 2 geben und auch noch Wächter. Finde ich mega nice. Wird halt in einem Ork-Deck auf keinen Fall mehr fehlen. So. So viel zu der Karte. Gut, dann die Dunmer Nachtklinge. Das ist die Braut, die sich nicht traut. Hier. Auch vollkommen verständlich. Die ist ja über King, die Karte. Ich meine, für 2 Magiker bekommst du, wenn die krepiert, ein plus 3 Schwert auf die Hand. Und die hat gerade mal 2. Also ist es ziemlich, ziemlich immer. Und das Schwert wird halt eben geändert. Statt ein Stahlschwert bekommt ihr dann ein Eisenschwert. Deutlich, deutlich besser. Das passt dann auch eher zu ihr, als so ein plus 3 dann Ding rauszuhauen. Ist ja wirklich Schwachsinn. So, die Alina. So, die habe ich leider nicht. Das ist die gute Braut. Sie hat tödlich Beschwörung. Füge einer gegnerischen Kreatur einen Schaden zu. Die verändert sich auch ins Positive. Und zwar kann sie wie die Bogenschützen im Stärkeattribut auch den Schaden überall hin verteilen. Egal wen. Ob es deine sind oder die des Feindes oder das Gesicht. Das wird natürlich dann nicht tödlich sein, aber du kannst auch deine eigenen Kreaturen zerstören, falls eben nötig, strategisch. Wisst, wie es ist. So, als letzte Karte, die sich ändert, ist es Vollendrung. Vollendrung finden wir auch hier. Auch die Karte, die habe ich leider nicht, aber die wird auch nie wirklich benutzt. Vollendrung. 2 Anwendungen. Wenn die aktiviert werden, gib einer Kreatur plus 4 plus 4. Und zusätzlich bekommt die Kreatur, die eben die plus 4 plus 4 bekommt, auch noch durchbrechen. Somit wird das hier auch mal unterstützt. Und vielleicht werden die Spieler die Karte dann auch mal ausspielen. Wird nämlich wirklich, wirklich selten gespielt. Ich habe es, muss ich zugeben, noch nie gesehen, dass es jemand bei mir oder gegen mich gespielt hat. Ja, Leute, das sind die Kartenveränderungen. Ich für meinen Teil finde das komplett gerechtfertigt. Ich finde die Veränderung richtig gut und ich denke, die werden so ein paar Decks wieder umkrempeln. Ich finde es gut, dass sie das so ein bisschen ausbalancieren. Das wird frischen Wind in Legends reinbringen und ich bin gespannt, was dann neue Karten noch mit so reinbringen. Okay, Leute, das soll's gewesen sein. Danke für eure Aufmerksamkeit. Hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben, unterstützt mich ein bisschen mit einem Abo. Ich würde mich mega freuen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen.